Wir sind jetzt woanders. Oh! Nein, wir sind gar nicht woanders. Sie hat Luft geholt und jetzt sehen wir, wie es wirklich ist. Das ist hundertprozentig Giftgase. Okay, wir haben den Fall geknackt. Wir müssen das Spiel gar nicht mehr weiterspielen, oder? Wir haben hundertprozentig, wissen wir, was hier los ist. Sie hat Luft geschnappt und jetzt sieht sie die Dinge wieder richtig. Ich würde nur gerne hier hinkommen und an den Sarg gucken können. Ja, was ist da drin? Gold. Das ist das Gold? Oh, ist das eigentlich die Kiste, wo... Ich glaube, das ist die Kiste, wo es ausgelaufen ist, richtig? Das grüne Zeug? Das kann sein. Und das war nur Wasser. Wir sind in dem Hauptraum, deswegen war es gerade so extrem. Wir haben das Gold gefunden und hier ist auch... Ja, hier ist wieder der Nebel. Es war nur ein Lagerraum. Also ich denke, wir liegen richtig mit dem, was wir denken, dass das einfach nur Geister sind. Einfach nur Geister, genau. Dass es einfach nur Dämpfe sind. Und also so Giftdämpfe. Dämpfe, die uns wahnsinnig machen. Was habe ich da eigentlich eben hochgemacht? Die Luke war das dann wahrscheinlich, ne? Ist das da oben, hockt da was oder ist das ein Vorhang? Nee, das ist ein Vorhang. Mein Gott, ich habe mich gerade nicht erschrocken. Ich dachte, der hockt, ne? Hockt irgendwas oder eine Hand guckt da raus. Hä, was hat sie denn jetzt? Was hast du gesehen? Da ist schon wieder der Therapeut in der Ecke. Oh, oh, das ist mit Brad. Okay, okay, Brad ist jetzt bei uns. Und wir sehen ihn nicht, oder? Doch, da ist Brad. Er hat doch die Maske aufgesetzt. Hey. Hä? Brad? Wann hat er sie aufgesetzt? Beim Fallen? Wie hast du mich gefunden? Mich vor den Banditen zu verstecken, war aber ziemlich clever. Die hat er gar nicht aufgehabt. Du hast dich unterm Bett versteckt. Ach, komm schon. Du bist wie ein Mädchen unters Bett gekrochen, anstatt deinen Mann zu stehen. Was? Hä? Ich dachte, wir hätten sie geschafft. Was? Ich weiß nicht. Ich hielt es für klug. Nein, ich stimme zu. Ich dachte, ich sag... Spind gefunden. Dachte, ich sag's anders. Ist nützlich, aber ich weiß nicht. Wir sollten hier weg. Ah, er hat die Gasmaske liegen lassen. Oh. Okay, also... Wir machen seinen Weg. Er fällt da runter. Er hat die Maske nicht einmal aufgesetzt. Wir finden ihn. Er hat die Maske plötzlich auf, ohne sie einmal aufgesetzt zu haben. Und jetzt lassen wir sie liegen? Okay. Jetzt haben wir uns definitiv verirrt. Pass es nicht. Wie bescheuert. So ein Riesenschiff hat viele Gänge. Wir müssen wohl alle absuchen, um einen verdammten Weg rauszufinden. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt, was unsere Charaktere machen. Hat er denn im Fallen... Nee. Oh mein Gott. Bitte. Wow. Das Letzte, was man erleben will auf einem Schiff. Ja. Eigentlich will ich gar nichts hier mehr erleben. Ich möchte raus. Ich möchte hier weg. Wir müssen einen Weg an Deck finden. Hashtag genau mein Ring. Was ist das? Was ist das für eine Ecke? Ich will hier rein. Da kann ich hochklettern. Ganz schön hoch, das Ding. Komm, Brad. Komm, ja, komm, her. Wir helfen uns. Wow. Vielleicht hier hoch? Weiter runter geht es wohl nicht. Das muss die Antriebswelle sein. Das geht doch, wir könnten da auch klettern und dann auf das Rohr. Oder wir machen das. Das geht auch. Die Räuberleiter einmal ab nach oben. Geht's? Ja. Da geht es wohl raus. Ich hoffe doch. Kann ich wieder runtergehen oder nur runtergucken? Ich kann nur runtergucken. Ich hätte mich vielleicht unten ein bisschen mehr umgucken sollen, bevor ich nach oben gegangen bin. Aber da stand hochklettern und das ist wie ein großer roter Knopf. Ich muss es einfach tun, wenn es da steht. Oh, da ist das eine Ecke. Was ist das? Ich habe echt gehofft, das würde uns helfen, aber es ist ein Totalausfall. Das sieht aus wie ein Mittelfinger. Was soll das? Ne, wir könnten es mitnehmen und damit Menschen schlagen, wenn sie uns versuchen, gefangen zu nehmen oder so. Geht's da weiter? Nein, das ist ein Schloss. Nein, da geht's nicht runter. Gut, dann... Ah, da ist eine Tür. Dann ab durch die Tür. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich war nicht in der Ecke.
Okay, ich habe nichts verpasst in der Ecke, da war nichts. Dann ab durch die Tür. Das ist gar keine Tür, das war eine Leiter. Das ist hoch. Es muss einen Weg an Deck geben. Es sieht auch sehr brüchig aus. Sehr witzig, Fliss. Kommen wir da nicht irgendwie... Irgendwas müssen wir noch machen können. Ich würde hier gerne wieder rein. Ist hier noch irgendwas, was man benutzen könnte? Wieso starrst du an dich runter? Muss ich doch wieder runtergehen? Hey Brad, schau mal. Ja, ich muss wahrscheinlich doch runter und irgendwas holen, oder? Die Leiter. Über die kommen wir hier vielleicht raus. Da ist wieder der Therapeut! Im Hintergrund! Er beobachtet uns die ganze Zeit. Nein, ich gehe. Ich gehe. Okay, nur zu. Jetzt sind wir tollkühn noch dazu. Und die Beziehung mit Fliss geht runter. Hey, Fliss. Alles klar? Ich glaube, Fliss ja. Conrad und Brad mögen sich gegenseitig nicht so. Na toll. Das bringt uns jetzt echt weiter. Verdammt. Ja, dann komm schnell wieder hoch. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Ich sehe mich hier um. Da muss es was geben. Du bist total nutzlos, weißt du? Nur zur Info. Du bist auch nutzlos. Was bist du denn für... Weißt du mal, warum sind hier alle so fies zueinander? Nein, ich wollte nicht an die Tür. Hallo, ich wollte zurückgehen. Okay. Darf ich jetzt zurückgehen? Dankeschön. Vielleicht ist es gut, dass wir Fliss runtergeschickt haben, aber wenn wir unten jetzt die anderen treffen... Wir hatten ja in der Vorhersehung gesehen, dass Brad abgestochen wird von Alex. Aber wenn... Vielleicht ist das die Tür hier vorne, nämlich. Das erinnert mich gerade daran. Vielleicht sehen wir sie gleich. Und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir hätten das nie machen dürfen. Wir müssen wieder nach oben. Ja, wir müssen uns beeilen. Los. Hast du die kaputte Schaufel? Benutz sie. Brich das Gitter auf. Schnell, das Wasser steigt. Hä, kannst du nicht zurückgehen zu dem anderen Raum? Da waren doch... Was machen wir denn jetzt? Wieso geht's hier nicht zum anderen Raum? Der war doch genau nebenan. Da war doch das Ding offen. Scheiße, Brad. Brad ist Cliff. Na los. Ich verstehe das nicht. Was? Ich kann nichts machen. Bin gleich zurück. Wieso geht's hier nicht zum anderen? Bei dem anderen war doch eine Öffnung. Bitte, oh Gott, bitte. Darf ich endlich was machen? Komm schon. Mann, dann spricht das Schloss auf. Nein, bricht das Scharnier. Ah, versuch's am Scharnier. Nicht das Schloss. Komm schon, das Scharnier. Komm schon. Oh, es hat geklappt. Gott sei Dank. Aber ich verstehe nicht, warum konnten wir nicht zum anderen? Das war doch eben noch offen auf der anderen Seite. Hätte sie doch nicht schnell wieder zurückkommen können? Ja, was machen wir jetzt? Wir hätten die Tür nicht öffnen dürfen. Oh, jetzt kommen wir zur Leiter. Wie praktisch. Ah, aber das Wasser kommt mit. Ich hoffe, wir können oben irgendwie zumachen. Hey, komm schon. Ja, das Wasser kommt doch hinterher. Wir müssen weiter. Oder ist das jetzt einfach magisch stehen geblieben? Ich bin verwirrt. Es kommt ja nicht. Hier lang. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Das war doch gar keine Luke. Das wurde nicht zugemacht. Das Wasser kommt... Eigentlich hätte es hinterherkommen sollen. Oder nicht? Ich bin so verwirrt. Dieses Spiel macht mich fertig. Julia, Frachtraum 1, 2.52 Uhr, 21. Juni. Und hinter uns ist jemand. Einer von den Bösen? Ja, der Typ mit dem Vorschlaghammer. Ist das sein Ernst? Du Feigling! Kämpf doch wie ein Mann und nicht so. Was ist denn das? Ach, verdammt. Jetzt sind wir wieder in dem Flugzeug. Gedanklich.
Tauche auf. Wir wissen, wo der Ausweg war, ne? Der Ausweg war nach hinten. Ich kann nicht nach hinten schwimmen. Okay, ich kann nur nach vorne schwimmen. Dann eben nicht. Alex. Julia, das ist nicht real. Du musst auftauchen. Julia, du musst einen Weg finden. Das ist nicht Alex, das ist nicht real. Okay, sie hat es hochgeschafft, Gott sei Dank. Warum sind da jetzt zwei von ihm? Oh, das war das mit dem Ertrinken. Wer von denen ist jetzt wer? Mutti, mach weiter. Panisch, stopp, er ertrinkt. Ja, ich weiß noch nicht. Unten ist... Nein, 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 panisch, nein. Nein, ich wollte nicht weitermachen. Ich wollte auf die andere Seite gehen. Wer von beiden war jetzt was? Ich weiß es nicht. Ist das wirklich jetzt gerade Alex? Okay, das ist Alex. Er hat einen anderen ertränkt. Okay, es war also doch richtig. Ich dachte, das Oberteil sieht anders aus. Ich war mir nicht sicher. Gott sei Dank habe ich schon geklickt gehabt. Was? Bist du? Also ist der andere Typ jetzt tot? Danke. Das wär's gewesen. Tut mir leid, aber das war richtig so. Er oder wir. Fuck! Wer hat ihn denn da oben geworfen? Er sich selbst? Oh, das ist dieser Austin, oder? Wieso hatten wir das Messer eben nicht wieder mitgenommen? Und ich verstehe auch gar nicht, warum jetzt beide plötzlich bei uns im Wasser waren. Der Typ hat die Brücke kaputt gemacht. Ich dachte nur für uns beide, damit wir ertrinken. Aber springt dann selber ins Wasser, um im Wasser mit uns zu kämpfen? Wo er einen Nachteil hat? Und dann war er plötzlich zu zweit? Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Bin so verwirrt. Ich weiß ja, ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das... Du merkst jetzt erst, dass du alleine bist. Die gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, kann es sein, dass sie sich... Dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Also entweder ist er... Also er ist komplett durch gerade. Oh mein Gott, da ist die... Oh. Hat er eben nur mit sich selbst geredet, um zurechtzukommen? Oder hat er die ganze Zeit die anderen bei sich gesehen und mit denen geredet? Ich muss die anderen finden. Irgendwas treibt Spielchen mit mir. Oh, man hört was im Hintergrund. Ja, eine Karte. Die Baracken. Wasseraufbereitungsanlage mit Feldnotiz von Warren, Officer Knight. Brackenklinik, Gartenhaus. Wir waren in der Klinik. Und da, wo könnten denn die anderen sein? Surgical Ward waren wir. Also hier waren wir. Obwohl, wir waren noch nicht bei den Fahrzeugen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Also, wo die anderen sind. Wir gerade sind ja wahrscheinlich noch in der Nähe von der Klinik. Oh, es ist kaputt gegangen. Unser einziger Ausweg. Oh Gott, das müssen wir auch verhindern. Ich kann mir gar nicht alles merken, was wir schon gesehen haben. Die Duke?
Ich finde ja... Niemals. Ja, das bildet er sich nur wieder ein. Oh, alles war mit Wasser, mit Blut. Ich finde aber diese Kunstwerke von kleinen Schiffen in Flaschen, das sieht immer so cool aus. Ich hätte dafür absolut keine Geduld, wenn ich sowas machen würde. Das wäre kein Hobby für mich. Wie auch immer das hinbekommt, wow, also großer Respekt, das hinzubekommen. Schon wieder ein Memo. Blatt 19, Anweisungen. Von Captain William P. Ford an leitende Offiziere, nur in CERN. Mission, Mann über Bord, voller Stopp. Anker werfen um 128, also um 1.28 Uhr erhielt ich die Nachricht. Mann über Bord, informieren Sie alle Einheiten unter Ihren Befehlen und befreiten Sie eine Such- und Bergungsmission vor. Die Musik hat aufgehört im Hintergrund, oder? Kein Unfall, ich habe ihn springen sehen. Er konnte es wahrscheinlich nicht mehr ertragen. Aber die Musik hat aufgehört. Das ist nicht gut. Egal, wir fokussieren uns einfach auf das Memo, dann wird alles gut. Internes Memo, 14. Armeedivision. An alle Offiziere, Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise strengstens verboten ist. Jeden Offizier, der im oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Eure Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. William P. Ford. Der Krieg ist vorbei, das ist scheiße. Ja, die hätten diese Fracht nicht transportieren sollen. Da ist auf jeden Fall was falsch mit, wo auch immer die das her haben. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Ja, dein Kopf treibt Spielchen. Es treibt Spielchen mit mir. Okay, Spielchen. Gott, der dreht ganz durch. Oh, eine Kerze. Das ist gut. Licht ist gut. Haben wir irgendwie die Möglichkeit, das anzuzünden oder so? Können wir es mitnehmen? Das zündet sich automatisch an. Und fliegt? Es ist aber nicht der gastfreundliche Geister. Es ist schon fies. Ich wollte nur eine Lichtquelle haben. Nicht mal warm. Wir bilden uns hier nur alles ein. Alles ist gut. Oh mein Gott, ich dachte, da liegt jemand. So, nur ein Stuhlbein. Alles gut. Ah, eine Toilette. Oh. Da hat jemand gesungen. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Können wir entscheiden, da nicht reinzugehen? Oder doch nicht? Gott, der wird ja ganz verrückt. Doch, ich muss. Nein, 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 ich würde gerne nicht. Nein. Nein. Es kann nämlich sein, dass das der Typ ist mit dem Messer. Absolut gehe ich da nicht rein. Wenn ich nicht muss. Wenn jemand wusste, was zum Teufel hier los war, dann war das wohl der Captain. Ja, der Captain hat sich auf irgendeine Fracht eingelassen, die nicht so ganz koscher war. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss da gleich reingehen. Was ist hier zum Angucken? Das hat doch gerade geblinkt. Da. Der Schrank. Was ist das? Ist das Alkohol? Mittlers Worten Taten folgen, hat er es wohl nicht so. Ja, er hat selber getrunken, während alle anderen nicht trinken durften. Wow, typisch. Okay. Ich weiß nicht, wie wir das uns alles erklären sollen. Mit Wahnsinn, mit Nicht-Wahnsinn. Ich habe keine Worte mehr. Ich würde gerne woanders lang gehen. Dankeschön. Kann ich hier noch raus? Darf ich hier nicht mehr rausgehen? Oh mein Gott, ich darf hier nicht. Ich muss hinten in die Tür reingehen. Ich will nicht in die Tür da hinten reingehen. Ich will das einfach nicht. Da erwartet mich doch nur ein Messer oder sowas. Das sieht doch aus... Ach man, die Türen sehen alle gleich aus. Ich weiß es nicht. Es geht nicht mal? Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Ich brauche irgendwas, um die Tür aufzubrechen. Vielleicht mit einem Stuhl? Ich meine, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich habe nichts anderes gesehen.